testen und vielleicht Rich Dad. Da sind wir Wirecard. Nichtsdestotrotz. Richard Poor Dad, hat er gesagt. Geht aus Dokumenten hervor und aus zahlreichen Berichten, ist dann noch eine Frage von Glühbirnenmann, auch 88 Likes bekommen, dass sie bereits 2019 von diesen Vorfällen oder von den Vorgängen wussten, allerdings scheinbar damals noch nichts unternommen haben. Bei Wirecard. Stimmt das? Nee, so stimmt es vor allem nicht. Also es ist so, 2019, das habe ich selber allen gesagt, ist es so, dass das Bundesministerium der Finanzen und dann eben auch der Finanzminister darüber informiert wurde, dass jetzt aus Gründen der Berichterstattung über Probleme die BaFin einen Auftrag ausgelöst hat, dass die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung sich einmal ganz genau das Unternehmen Wirecard anguckt. Also da war die Berichterstattung darüber, es gab neue Presseberichte, man muss hinschauen und es ist der Auftrag ausgelöst worden, der nach dem bisher geltenden Gesetz dann ausgelöst werden muss, nämlich die Gesellschaft gesondert zu prüfen. Okay, also das Finanzministerium hat indirekt die BaFin darauf hingewiesen, die Wirecard zu prüfen. Was wir jetzt ganz genau wissen ist, die Prüfmöglichkeiten, die heute existieren, mit den heutigen gesetzlichen Möglichkeiten reichen nicht aus. Und das ist der Grund, warum ich so sehr dafür gekämpft habe, dass wir jetzt schärfere Möglichkeiten bekommen. Die Frage war nicht diese, die Frage war, ob er 2019 schon Bescheid wusste von dem Wirecard-Skandal oder dass da was faul ist. Für die Aufsichtsbehörde, aber dass wir zum Beispiel auch sicherstellen, dass die Wirtschaftsprüfer, die ja im Regelfall alle Unternehmen regelmäßig Jahr für Jahr prüfen, auch häufiger wechseln müssen und dass sie, dass mehr Kontrolle durchgeführt werden kann. Nichtsdestotrotz, es haben super viele Kleinanleger Wirtschaftsprüfern vertraut, auch der BaFin beispielsweise vertraut. Ja, nicht nur die Kleinanleger, ja. Auch Dirk Müller. Spaß. Hätten diese Menschen, und da sprechen wir jetzt ja nicht von Großunternehmen, da reden wir jetzt auch nicht von Millionenbeträgen teilweise, da reden wir vielleicht von 5.000 Euro, von 10.000 Euro, das ist ja trotzdem unglaublich viel Geld, was viele Menschen da verloren haben. Hätten diese Menschen das Geld vielleicht nicht verloren, hätte man früher gehandelt? Gut, ich meine, er hat jetzt hier die Schuld auf die BaFin abgewälzt. Ist natürlich auch nicht so falsch, weil in der BaFin, die ist die dafür verantwortliche Behörde. Ganz sicher ist es so, dass es unbedingt rausgekriegt werden muss, warum die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die da dran waren und die ja mit unglaublich vielen Leuten und mit sehr viel Geld, das ihnen dafür zur Verfügung steht, dieses Unternehmen jahrelang geprüft haben, nicht gemerkt haben, dass es einige Konten, die in diesen Bilanzen auftauchen, gar nicht gibt. Ich meine, da kann man auch gerne mal mit Wirtschaftsprüfern drüber sprechen, inwiefern es die Aufgabe von Wirtschaftsprüfern ist, tatsächlich da investigativ unterwegs zu sein und zu gucken, ob da nicht Dokumente. Ich meine, es war ja Betrug, also böser Wille. Es war jetzt nicht irgendwie Schummeleien in der Buchführung, sondern echter Betrug. Es wurden Dokumente gefälscht. Ja? Kann man drüber debattieren, ob es die Aufgabe von einem Wirtschaftsprüfer ist, zu schauen, ob Dokumente gefälscht sind oder nicht? Oder ob sie einfach nur prüfen, ob die Buchhaltung stimmt? Ja. Ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, wo man darüber diskutieren kann, aber ich glaube, so einfach das abzutun und zu sagen, die bösen Wirtschaftsprüfer, so leicht ist es nicht. Die BaFin ist da mit drin verwickelt, die Geschäftsführung, der Vorstand von Wirecard sowieso, ein bisschen komplexer das Thema. Eine Frage, die, glaube ich, nicht nur mich, sondern alle anderen auch umtreibt. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, da muss häufiger ein Wechsel stattfinden, was die Wirtschaftsprüfer betrifft und die Aufsichtsmöglichkeiten müssen sehr viel härter sein als heute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Fall der Wechsel von einem Wirtschaftsprüfer also da groß was geändert hätte. Ja. Dann hätten einfach andere Wirtschaftsprüfer gefälschte Dokumente vorgelegt bekommen. Weil wie sieht es in der Praxis aus? Wirtschaftsprüfung ist ein Job, gerade bei den Big Four, der extrem hoher Fluktuation unterliegt. Das heißt, die Teams, die diese Firmen prüfen, wechseln sowieso, außer den Senior-Partnern, sowieso viel. Ja. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt die richtige Lösung ist. Müsste man erforschen. Die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung und als 2019 Berichte kamen, hat sie einen solchen Auftrag erteilt. Jetzt wissen wir, diese Prüfstelle ist nicht sehr stark und wir müssen deshalb mehr Möglichkeiten. Diese Prüfstelle, die BaFin hat sogar mit GameStop-Aktien gezockt. Haben sowas durchzusetzen und auch mehr konkrete Kontrolle durchzuführen, auch gegen den Willen der Firmen. Und das ist jetzt genau in dem Gesetzespaket drin. Im besten Fall wusste man das schon vorher. Ich meine, Sie sind Finanzminister seit Anfang 2018 dann jetzt. Solche Dinge könnte man ja auch, hätte man vorher schon ahnen können. Nichtsdestotrotz. Na, das ist unfair. Da muss ich Olaf Scholz in Schutz nehmen. Das ist unfair. Also sowas zu antizipieren oder so, oder die maroden Zustände von solchen Behörden zu antizipieren oder im Vorfeld herauszufinden, das ist sehr, sehr viel verlangt. Also sagen wir so, wenn die Bundeswehr nicht fliegende Helikopter hat, kann man das, glaube ich, leichter rausfinden, als zu gucken, ob eine Finanzmarktbehörde ihren Job gut macht. Diejenigen, die sich jetzt ein bisschen anders öffentlich aufstellen, immer gedacht haben, dass diese Kombination von einer regelmäßigen Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, deren Auftrag das ist, und der Möglichkeit einer gesonderten Kontrolle über die BaFin und die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung reicht.
Und alle gemeinsam, ich eingeschlossen, wissen jetzt, wir brauchen härtere Instrumente und schärfere Regeln. Und ich jedenfalls bin derjenige, der alle diese schärferen Instrumente und härteren Regeln auch durchsetzt. Wenn denn eigentlich diese Kleinanleger, von denen wir gerade eben gesprochen haben, eigentlich jemals ihr Geld wiedersehen? Ja, ist auch wieder so typisch politisch Talk. Ne? Ich meine, wer in eine einzelne Aktie investiert, muss sich des unternehmensspezifischen Risikos bewusst sein. Ich glaube, alle Leute, die irgendwie mit YOLO-Stocks zocken, sind sich dessen bewusst und wissen, dass das Geld von heute auf morgen weg sein kann. Das sollte einem aber auch bewusst sein, wenn man in so eine Firma wie Wirecard investiert. Klar, sie wäre im DAX gewesen, das suggeriert natürlich immer eine gewisse Sicherheit, aber es ist eine reine Suggestion. Und je höher dein finanzieller Bildungsstand, desto mehr ist dir bewusst, dass Einzelaktien immer ein Totalverlustrisiko haben, egal welche Aktie. Das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich vor Gericht klären werden im Verhältnis zu dem Unternehmen. Aber da ist ja jetzt eine große, da ist ja die Insolvenz. Und deshalb, glaube ich, ist das schon so, dass da viel Geld verschwunden ist. Das, glaube ich, kann man mit dem Wissen von heute annehmen. Also verschwunden bedeutet, Sie werden es einfach nicht mehr wiederbekommen. Ja klar, ich meine, gefälschtes Geld, das ist, was auf Konten gefälscht war, hat halt nie existiert und daher kann es auch nicht zurückkommen. Das Unternehmen ist insolvent und eine der Ursachen für die Insolvenz war die Erkenntnis, dass Milliardensummen, die auf Konten existieren sollten, dort gar nicht liegen. Ja, weg ist weg, ne? Ja. Liegen. Das wird ein großes Problem bleiben. Die Financial Times hat ja schon vor Jahren berichtet, dass es bei Wirecard Probleme gibt. Financial Times und Hedgefonds, diverse Hedgefonds, ja. Gibt. Die BaFin hatte ja auch Journalisten damals versucht zu verklagen von der Financial Times. Haben Sie eigentlich diese Berichte der Financial Times damals wahrgenommen? Ich lese ziemlich viel Zeitung und ich lese auch ziemlich oft die Financial Times. Deshalb sind mir die Berichte über Wirecard auch aufgefallen, insbesondere im Jahr 2019. Ich meine, ich bin ja nicht jetzt schon seit 20 Jahren Finanzminister, sondern erst seit einiger Zeit. Und das hat auch immer wieder dazu geführt, dass ich mit anderen mich darüber unterhalten habe, was man tun kann und muss. Das eine war das, was wir eben schon besprochen haben, nämlich, dass diese Beauftragung erfolgt ist, der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, der im Gesetz vorgesehene Weg. Und zum Ende des Jahres 2019, zum Herbst des Jahres 2019, ist ja noch eine weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einer Sonderprüfung beauftragt. KPMG, genau. Und dann ist das ganze Ding um die Ohren geflogen worden. Auch das ist ja eine Information, die letztendlich übersetzt bedeutet, es wird jetzt durch diese veranlassten Maßnahmen genau hingeguckt. Anfang des letzten Jahres ist dann ja auch irgendwann aus diesen Prüfschritten herausgekommen, dass das nicht richtig war, was dort in den Bilanzen stand. Und das, was uns alle bedrücken muss, ist, dass die jahrelangen Prüfungen in den vielen Jahren davor das nicht zur Tage geführt hat. Aber dass die BaFin beispielsweise auch versuchte, zumindest Journalisten der Financial Times zu verklagen, dachten Sie eigentlich damals schon, das ist eine gute Idee, solche Schritte zu gehen? Sie hat ja die nicht verklagt, sondern sie hat gewissermaßen die angezeigt, was die Sache nicht besser macht. Aber wir sollten schon ordentlich bleiben, wegen der Verdächte, die dort geäußert wurden. Ja, kann man auch drüber debattieren. Ja, ich meine, okay, gut, BaFin, Financial Times, okay. Ich glaube, dass es richtig ist, dass die Journalisten, die das gemacht haben, einen Preis bekommen haben. Ich habe sogar bei der Preisverleihung gesprochen und sie gelobt für das, was sie getan haben. Ultimatives Live-Goal. Diese Maßnahme richtig war, das glaube ich, vertritt heute als Ansicht niemand mehr. Soweit also Olaf Scholz. Und das hier seht ihr in Teil 2. Den Teil 2 haben wir schon gesehen. Ja, interessant, interessant. Thomas war Finanzminister. Niemals, Leute, niemals kriegt ihr mich in die Politik. Nein, wirklich nicht. Politik ist echt nicht mein Ding. Wir waren einmal damals in der Uni, während dem Masterstudium, waren wir in Brüssel im Europäischen Parlament gewesen, hatten dort so eine, also wirklich mit der ganzen Uni, ein paar hundert Leute, mit dem Jahrgang. Und da haben wir dort so Diskussionspanels nachgespielt und jeder musste irgendwie so ein Land und so weiter. Und es war wirklich so, es ist schön, es ist ein schönes Umfeld und toll. Aber so diskutieren ist echt nicht mein Ding. Also so sinnlos halt, weißt du, so du kriegst halt eine feste Meinung, kriegst du, die stand dann auf so einem Zettel, du bist Land XY, dein Kanzler, Präsident, was auch immer, hat dir gesagt, du vertrittst diese und jene Meinung und dann musst du in diese Richtung gehen. Und von daher ist es nur ein ewiges Gezanke von vorproduzierten Meinungen oder zu erwartenden Ergebnissen. Ja, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich muss was Produktives machen. Wenn ich eine Idee habe oder so, will ich die umsetzen können. Ich will mir ein Team aufbauen, mit dem ich sagen kann, hey, das ist voll die gute Idee, da habe ich Lust drauf, lass das mal machen. Und dann haben andere Leute auch coole Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Und wenn ich mal daneben liege und meine Meinung falsch ist oder so, dann will ich auch zurückrudern können und sagen, hab richtig Bullshit erzählt gerade.
Sorry dafür und danke, dass du mich auf die richtige Spur gebracht hast. Das sind halt alles solche Dinge. Ja. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.